mein Gott, mein Gott, mein Gott. Überhaupt nichts, aber super. Man hätte schon wieder vorne, der Vorteil ist wieder nichts her. Der Vorteil ist wieder nichts her. Und 31, 32, 33, 34 und Hermann Mayer führt. 1,34, 82. Ich glaube, der Hermann hat olympisches Gold geholt. Ich glaube, der Hermann hat olympisches Gold geholt und Geschichte geschrieben. Von der Vorsprung. Hermann Mayer wird Doppel-Olympiasieger, das wissen wir alle, das weiß im Ziel auch Stefan Eberharter und wir gratulieren! Ja, der Sportmoment der letzten 50 Jahre auf der 1, Hermann Mayer! Hermann Mayer, vierfacher Sportler des Jahres, dann hat er zweimal einen Special Award bekommen, jetzt mehr oder weniger die siebente Trophäe. Kann es sein, lieber Hermann, dass ich ein bisschen feuchte Augen bei Ihnen sehe? Ja, ich bin generell ziemlich nahe am Wasser gebaut, das hat man bei meinem Rücktritt gesehen. Und ja, natürlich die Bilder, ich schaue mir das gar nicht so oft an. Und wo man die halt wieder sieht, dann fragt man sich, was man nicht alles tut, dass man ins Fernsehen kommt. Und es war ein sehr wohl vorbereiteter Auftritt da zumals. Aber im Endeffekt war es einfach dermaßen natürlich einschneidend. Vor allem, wenn man sich an alle Details erinnern kann, natürlich, wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, aber im Endeffekt muss ich sagen, war es fast bis zum Schluss komplett berechnet. Das Einzige, was nicht berechnet war, die waren einfach viel, viel zu schnell. Und das war Rubrik jugendlicher Leichtsinn. Okay. Aber Gott sei Dank war das damals so. Ich nehme an, Sie sind gewählt worden, nicht nur aufgrund dieses Sturzes, sondern vor allem, weil Sie drei Tage später eben die Goldmedaille gewonnen haben im Super-G. Und das Spannende für Sie war ja vermutlich auch, oder für alle, die damals dabei waren, es war ja so ein Wettlauf mit der Zeit, oder? War Wettlauf mit der Zeit. Japan, ja, aufgehende Sonne, ich habe es geliebt eigentlich, ich habe es geliebt am Boden zu schlafen, nicht im Bett zu schlafen, ich habe das eigentlich sofort aufgenommen, nach meinem Sturz bin ich nicht mehr so gerne am Boden geschlafen, das muss ich auch sagen, aber bin halt wieder auferstanden und irgendwann einmal und Gott sei Dank hat der nächste Tag, war Regen, ich bin zwar da erschienen dann am Hang und dann haben sie gesagt, ja, was ich da tue, dann habe ich gesagt, ja, heute ist Rennen. Und ich gesagt, ja, will mitfahren. Dann habe ich gesagt, ja, sowieso fahre ich mit. War eigentlich unmöglich, ich hätte eigentlich nicht mitfahren können, aber es war natürlich ein bisschen Verwirrung und Taktik. In Endeffekt haben sie es dann abgesagt, am ersten verschoben. Tag. Verschoben, ja. Genau. Der zweite Tag, also ich habe mich sofort wieder auf den Ergometer gesetzt und wir haben weiter Behandlungen gemacht. Am zweiten Tag ist dann wieder verschoben worden. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, schon langsam kommt es wieder zurück. Und ich schwitte halt noch höllisch weh dann, aber es war Gott sei Dank ein relativ steiler Start. Und ich habe gewusst, ich muss nicht zu viel antauchen und das war wahrscheinlich dann mein Glück. Also ich habe einmal antaucht, dann habe ich gedacht, Wahnsinn, Gott sei Dank muss ich nicht öfter, es hat gestochen. Und ja, dann bin ich halt ins Ziel gefahren, ich habe probiert so schnell wie möglich und im Endeffekt ist es ja ausgegangen. Und haben die Goldmedaille gewonnen. Hermann, Sie haben so viel gewonnen im Weltcup, bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen. Dann gab es eben diesen Sturz, dann gab es den Motorradunfall, dann gab es dieses Comeback. Da haben Sie dann wieder gewonnen, auch trotz dieser schweren Beinverletzung beim Motorradunfall. Was war denn eigentlich Ihr Golden Moment? War es auch Nagano oder war es vielleicht ein anderer? Es ist schwer zu sagen. Also Golden Moments, es gibt viele in Abschnitt in der eigenen Karriere. Gott sei Dank hat es viele gegeben. Andererseits, glaube ich, war es bei mir definitiv die Beharrlichkeit. Und diese Beharrlichkeit hat es ausgemacht, dass mein Leben andere Richtung eingeschlagen hat, gegenüber früher. Und das ist einfach das Wunderschöne. Ich bin bis 23 auf der Baustelle gestanden.
bin mit 25 dann Olympiasieger geworden, Gesamtweltcup-Sieger, also ist Schlag auf Schlag gegangen und bin dann in Japan gelegen, kurzzeitig einmal. Und ja, ich glaube, ich wäre nie, hätte das Leben nicht die Richtung eingeschlagen, weil ich wahrscheinlich nie am Südpol marschiert. Ich wäre wahrscheinlich nie gemeinsam mit einer Mannschaft am Südpol gegangen und schon gar nicht einen Wettkampf gegen Deutschland. Also es sind einfach so viele Dinge da passiert, die so hervorragend waren dann vor dem Leben, Arbeitsleben und dann eigentlich im Sportlerleben. Die sind einfach grandios und da kann man nur sehr, sehr dankbar sein. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, den Wettkampf gegen Deutschland beim Südpol gewonnen? Es war eine haarscharfe Entscheidung natürlich. Ich glaube, wir waren 2 Tage voraus. Okay. Aber ja, wir sind halt ausgehalten. Hermann Mayer! Gratulation!